It took everything from me. Everything but my life. Now, it has come back for it. About how you survive them. So, hallo und herzlich willkommen zu Chernobylite, wie auch immer man das genau ausspricht. Ein Horror-Survival-Game, was mega viel verspricht. Auf Kickstarter ist es übertrieben gut gestartet mit über, glaube ich, 200.000 Dollar eingenommen. Kleines Studio natürlich wieder, verspricht viel, auch gerade wieder eben im Stalker-Universum, sage ich mal. Ist ein Survival-Game mit Crafting-Elementen. Das Ganze soll darum gehen, man quasi ist ein alter Physiker, der da gearbeitet hat in Tschernobyl, und man soll quasi rausfinden, was da jetzt schiefgelaufen ist oder wie es zu der Katastrophe gekommen ist. Und ja. Ich bin Mitfounder quasi, ich habe mich bei Kickstarter gleich angeschlossen und bin jetzt hier quasi in der Demo-Version. Es ist eine Demo, wie gesagt, also das ist auf jeden Fall noch nicht das komplette Game. Und bin übertrieben gehypt wieder auf das Game. Ich hoffe, es wird nicht so ein Flop wie eben manch anderer Titel, der sich auf dieser Ebene bewegt. Ich würde jetzt gerade mal kurz in die Optionen gehen, Video-Optionen. Ja, das können wir eigentlich alles so lassen. Ich hätte gerne die Audio. Video, Advanced Video. Back, Control Options. Okay, man kann die Lautstärke nicht runterdrehen. Es ist übertrieben laut. Das ist was, was mich stört, muss ich sagen. Auch wenn es eine Demo ist. Das gibt's ja nicht, oder bin ich zu blöd? Video Options, Run, Benchmark, New Game, Continue. Okay. Es ist übertrieben laut. Ich weiß es auch nicht. Ja, supporting us for Kickstarter, showing interest in your project you are with. Ja, bla bla bla. Ihr könnt auf jeden Fall, Links werde ich in die Videobeschreibung reinpacken, auch zum offiziellen YouTube-Kanal. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt, dass ich jetzt hier schon quasi spielen kann und auch Videos hochladen kann. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar der Erste bin im deutschsprachigen Bereich. Auf jeden Fall, wenn ihr mehr sehen wollt, gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ihr frisch dazugekommen seid, lasst natürlich auch gerne ein Abonnement da. Würde ich mich richtig drauf freuen. Könnt auch gerne die anderen Videos auf meinem Kanal angucken. So, Brie Alpha Demo Work in Progress Version. You love, honor, and respect to be faithful to you
but not to forsake you until death do us part. So, okay, wo befinden wir uns hier? Holy shit. Lass mal ab, sonst. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es... Igor redet. Und das ist eine Situation. Na, nas охотятся. Ich hoffe einfach, ihr versteht mich einigermaßen. Oliver, последний из моих друзей, оставшихся в живых. Он считает меня сумасшедшим. Он думает, что Татьяна никогда не существует. Я докажу, что он не прав. Я докажу всем, что они ошибаются. Но сначала мне нужно вернуться в наше укрытие. А, hier geht's jetzt in die Welt. Ich hoffe, dass es einigermaßen geht, dass ihr mich einigermaßen versteht. Es ist ein Solo-Player-Game, also es wird kein Multiplayer-Game. Day one, Chernobyl morning. Okay. Es ist aber allerdings relativ free, also open world. Und mit eben Survival-Aspekten und Crafting-Aspekten und... Gucken wir jetzt mal. Wer ist denn hier? Hallo? Okay, hier ist niemand. Ich glaube, jetzt sollte ich vielleicht nicht durchlaufen. Holy shit. Besser. Ah, hier geht die Strahlung wieder runter. Holy shit, okay. Okay. Ist hier irgendwas einsammeln oder? Ich glaube, jetzt gibt's keinen Zurück mehr. Das Grasdackel muss natürlich direkt wieder in den Bunker reinrennen. Cycle left. Ah, scannen. Ich habe einen Scanner, mit dem ich die Sachen scannen kann. Mit R und T. Und mit was konnte ich scannen? Ah, okay, rechts liegt, okay. F-Use. Это машина. Я помню ее. Она не пропустит меня, пока я облучен. Okay, also das Gerät lässt mich nicht durch, weil ich verstrahlt bin. Ist natürlich sehr schlecht jetzt, weil ich will eigentlich da raus. So, ich glaube, ich habe jetzt das tatsächlich Rätselslösung gefunden. FI. Ein Anti-Strahlungsmittel dort gefunden. Ich muss jetzt tatsächlich gerade... bei so Sachen stelle ich mich immer ein bisschen blöd an. Ich habe jetzt da überall rumgesucht und geguckt und habe gedacht, okay, irgendwo muss hier mal rauskommen. Oder irgendeinen anderen Weg oder was weiß ich. So, dann sind wir wieder in Freiheit.
So, was? Herbs, Flammable, Electronic Parts, Chemical, Mushrooms, Food Rations. Hier gibt's was zu essen. Okay. Ja, und jetzt wieder weg, oder was? Pick up. Okay. Herbs. Ich habe jetzt zwar gar nicht nach Herbs gescannt, aber ich vermute mal alles, was irgendwie dann Essen ist. You're wanted. Use the fireplace to craft some medicaments. Start crafting. Okay. Also dann nehme ich mal... Wo ist meine Maus? Hallo, Maus hier. Ah, ich brauche noch mehr Herbs. Back, Tab. Okay, die Steuerung verwirrt mich noch etwas. Dann scannen wir weiter nach Herbs. F, hier waren noch welche. Hier war noch eine. Noch irgendwo welche. So, jetzt müsste ich genug haben. Successfully craft healing salve. Jo, nice. Okay, das ist schon mal gut. So, dann können wir uns jetzt eine Heilungs... News und wir sind wieder volles Leben. Okay, sehr gut. Da würde ich sagen, lass uns gleich noch ein paar Herbs mitnehmen, die uns durchaus mit Sicherheit nochmal nützlich werden könnte. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Game haltet. Ob ihr sagt, okay, hat Potenzial oder... Was liegt hier? Mechanical Parts. Oder was auch immer ihr eben davon haltet. Ich bin echt gespannt jetzt auf das weiterhin Spielverlauf. Kann ich hier rein? Oder ist so Open World dann auch wieder nicht? Die Grafik, muss ich sagen, sieht ganz nice aus. Aber ich hab Angst gehabt, dass es mich auch von der Mechanik und alles von den Bewegungen her bisschen, also das ist eben wieder so typisch ist, die Trailer und alles sieht gut aus und dann kommt man hier rein und einer schlägt's fast. Oh, hier ist Flame Emblem. Okay, also irgendwie scannt er dann doch alles, wo ich schon ehrlich gesagt Angst hatte, dass man quasi immer hier das alles umstellen muss und dann besieht man die Hälfte, weil man irgendwie nur noch eine Sache scannt. Ist hier noch irgendwo jetzt... paar Herbs noch, oder... Ich weiß noch nicht, ob das dann tatsächlich irgendwie nachwächst, oder... Was ist hier, ein Fahrzeug? Hier war noch eins. Ich hoffe, dass wir noch eine zweite Salbe hinbekommen. Electronic Parts. Weil mir dieses Geräusch, glaube ich, irgendwann auf den Zeiger geht, wenn man hier so oft scannen muss. So, dann craften wir uns gerade noch eine Salbe. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr davon sehen wollt oder was auch immer. So, einmal noch die Herbs rein. Nein. Craft, genau. Und direkt nochmal. Ja, jetzt fehlt noch einmal Herbs. Haben wir die noch irgendwo? Um noch eine weitere Salbe herzustellen. Gut, wir gehen jetzt mal weiter. Muss ich jetzt hier immer... Okay, hier jetzt mehr. Ich denke mal, da werden nachher noch mehrere Möglichkeiten kommen, sich da was zu craften. Und selber natürlich hoffentlich auch eine Feuerstelle. So, was habe ich denn jetzt? Ich habe Food Rations gescannt, okay. Und dann kommen die Herbs. Kann ich die vielleicht auch essen, oder... Electronic Parts. Komme ich hier rein? Okay, hier ist ein bisschen Strahlung. Mushrooms. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein.
Bin auf jeden Fall gespannt auf die Landschaft und alles, wie das dann eben rauskommt. Also es muss schon übertrieben buildables, crafting tables. Appliance expand. Okay, will ich jetzt aber nicht machen. Ich kann craften, nice, auf jeden Fall. Ich bin auch, bin echt gespannt, ob man sich irgendwie so eine Niederlassung oder irgendwie was, ein bisschen was zusammen craften kann dann. Bin ich gespannt drauf. Da liegt noch was. Okay, hier wird es direkt wieder so duster. Kann ich jetzt hier hochlaufen? Nee, wahrscheinlich nicht, okay. Also es ist so irgendwie Open World, aber wahrscheinlich doch nicht so richtig Open World. Also wo wird so ein bisschen durch die Gegend geführt, was jetzt nicht unbedingt negativ ist. Руки вверх. Okay. Ja, okay, Пароль? Я... Я забыл. Черт, это ты, Игорь. Запомнить одно слово слишком трудно для тебя? Ностальгия. Это ностальгия. Ты же сам выбрал его, черт возьми. Они вырезали охрану. Портал теперь единственный способ передвижения по зоне. Так как мы останемся здесь на некоторое время, почему бы тебе не собрать весь этот мусор, валяющийся вокруг? Мы могли бы построить что-то полезное из него. Okay, okay, nice. Also es ist doch ähnlich wie bei Stalker quasi, dass man jetzt hier so einen geschützten... Hold. Ah, okay, 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 okay. Hier kann man dann quasi Sachen wieder aufbauen. Shit, kurz mal den ganzen Schrott eingesammelt. Nice, okay, fette Sache auf jeden Fall. Also ich feiere das gerade übertrieben, muss ich sagen. Muss noch ein bisschen aufräumen. Wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht noch ein Wort von mir. Also dass man quasi wie bei Stalkers sich so einen gesicherten Bereich hat, den man sich eben ein bisschen aufbauen kann. Und dann eben... Ja, daraus dann immer auf Erkundungstouren gehen kann. So, dann bauen wir mal erstmal hier so eine Werkstatt hin. Okay, Musik ist weg. Gut. Okay, wir haben jetzt hier eine Werkstatt. F, Start Crafting. Mechanical Parts. Ich werde mich jetzt mal hier ein bisschen umschauen, was es hier so gibt noch oder ob es eben noch mehr... Nein. Nein. Привет. Есть тут кто-нибудь? Это супер важно. Okay. Bisschen walkie-talkie. Ich werde jetzt mal hier erstmal nicht dran gehen. Привет. Есть привет. Тут кто-нибудь? Это супер важно. Okay, der wird jetzt so lange hier reden, bis ich wahrscheinlich dran gehe. Jetzt gucken wir mal hier hoch. Wow, okay, krass. Krasse Scheiße. Okay, das sieht richtig fett aus. Holy shit. Look out. Prepare to mission. Привет. Есть тут кто-нибудь? Ты тут? Это супер важно. Okay, das sieht richtig, richtig geil aus. Also wir haben hier mega Aussicht aus unserer Base. Kann man hier raus? Okay, zum Glück nicht. Hier ist unser Versteck, unsere Basis, die wir uns jetzt aufbauen können. Und dann können wir quasi immer wahrscheinlich Missionen starten und irgendwo hingehen, Ressourcen sammeln und eben rausfinden, was hier wirklich passiert ist in dem Unglück. Und ich würde sagen, fürs erste Video werde ich das mal so lassen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr mehr von dem Spiel sehen wollt, beziehungsweise was ihr von dem Game haltet. Sonst noch Fragen einfach in die Kommentarsektion. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen hoch natürlich und dann sage ich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.